Hallo und willkommen zur Fortsetzung der Diskussion zu verteilten Transaktionen. Im vorherigen kleinen Video haben wir uns ja angeschaut, was die Requirements dazu sind. Kurz zur Erinnerung, wir haben mehrere Teilnehmer, von denen jeder für ein Abort oder Commit stimmen kann. Und die Forderung ist, wenn ein einziger, auch nur mindestens ein einziger für Abort stimmt, müssen alle für Abort stimmen, müssen alle ein Abort durchführen. Wenn alle für Commit stimmen, nur dann dürfen auch alle das Commit durchführen. In diesem Video schauen wir uns eine Variante eines Protokolls an, das fast naheliegend ist, das sogenannte Zwei-Phasen-Commit-Protokoll. Das Protokoll funktioniert folgendermaßen. Nehmen wir an, wir haben einen Knoten, den wir als Koordinator des Ablaufs dieser verteilten Transaktion bestimmen können. Der mag vielleicht statisch konfiguriert sein, der ist vielleicht dynamisch festgelegt durch ein Leader-Election-Protokoll. Das spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Der mag vielleicht selber Teilnehmer an der Transaktion sein oder er ist unbeteiligter Außenstehender. Das spielt auch keine Rolle. Die Idee ist jetzt folgendermaßen: Unser Koordinatorknoten fragt in einer ersten Phase, der sogenannten Voting-Phase, nach den Meinungen der Teilnehmer. Er schickt eine Nachricht, sagen wir mal Vote Request dazu, in denen er die Teilnehmer bittet, mit abzustimmen. Gegebenenfalls, wenn er selbst zur Transaktion gehört, dann schickt er diese Nachricht an sich selbst und erwartet eine Antwort von sich selbst. Das Argument kennen Sie aus der Gruppenkommunikation. Also, Sie schicken eine Nachricht an alle Teilnehmer, ein Vote Request und warten auf die Antwort. Wenn ein Teilnehmer einen Vote Request bekommen hat, dann darf er sich überlegen, dass er zwei Dinge tut. Er darf ein Vote Commit senden. Aber er führt das Commit noch nicht durch. Er weiß ja noch nicht, ob es vielleicht einen Kollegen gibt, der ein Abort machen möchte. Oder wenn Sie die Transaktion lokal als einzelner Teilnehmer sowieso abbrechen müssen, dann schicken Sie ein Abort an den Koordinator zurück. Und an dieser Stelle, weil Sie ja wissen, dass jetzt abgebrochen werden muss, an dieser Stelle können Sie auch direkt den Zustandsübergang in Abort machen und tatsächlich Ihre Teiltransaktion abbrechen. So, was macht unser Koordinator? Der Koordinator wartet auf die Antworten aller Teilnehmer und benimmt sich so, wie Sie das erwarten würden. Wenn ein einziges Vote Abort auch nur empfangen wurde, und natürlich auch, wenn es mehrere sind, dann schickt er ein Global Abort an alle Teilnehmer. Das ist die globale Entscheidung. Wenn alle Nachrichten eingetroffen sind und alle waren ins Commit, dann schickt er ein Global Commit. Und die Teilnehmer warten für das Kommando von ihrem Koordinator. Sie müssen natürlich dann warten, wenn Sie selber ein Commit durchführen wollen. Wenn Sie selbst für das Abort gestimmt haben, dann haben Sie ja hier schon die Entscheidung Ihrer Transaktion klar gemacht und können auch den Zustandsübergang durchführen. So, als Zustandsautomat, wir müssen jetzt tatsächlich mal etwas präziser sein, wie das funktioniert. Wir brauchen einen endlichen Zustandsautomaten für den Koordinator und für einen Teilnehmer. Beim Koordinator sieht das so aus: Wir haben einen Zustand init. Da sitzen wir, bis wir jetzt diese Transaktion durchführen wollen. Und vielleicht heißt es jetzt, wir brauchen das Ende dieser Transaktion ist gekommen. Das heißt, Sie schicken ein Vote Request an alle Teilnehmer. Und Sie gehen in einen Zustand Collect über und in dem warten Sie jetzt, bis alle Abstimmen eingetroffen sind. Tatsächlich, wenn Sie auch nur ein einziges Vote Abort erhalten, dann können Sie ja direkt das Abort durchführen und das Global Abort an Ihre Teilnehmer schicken. Ich spreche hier Global Abort durchführen, also ich nehme mal an, dass der Koordinator selbst mit beteiligt ist, aber wie gesagt, das macht praktisch keinen Unterschied. Wenn alle Teilnehmer und gegebenenfalls Sie selbst ein Vote Commit durchführen möchten, dann schicken Sie das Global Commit und gehen selber in den Zustand Commit. Als Teilnehmer sind Sie in einem Zustand Ready, Sie haben Ihre Transaktion selbst soweit durchgeführt, warten auf das Vote Request, das hier ankommt oder das hier ankommt. Und wenn Sie selbst das Abort durchführen wollen, dann antworten Sie auf das Vote Request mit einem Vote Abort. Sie schicken das Vote Abort zurück und gehen selbst in den Zustand Abort. Soweit so klar. Wenn Sie andererseits ein Vote Request bekommen und selbst der Meinung sind, dass wir das durchführen können, diese Transaktion, Sie schicken das Vote Commit zurück, gehen in einen Zustand Voted und jetzt warten Sie, ob Sie ein Global Abort oder ein Global Commit bekommen. Global Commit, Sie machen das Commit, Global Abort, Sie machen ein Abort, das ist ja klar, was sollten Sie auch sonst tun? Okay? Schauen wir uns noch
Schauen wir uns noch ein paar Beispiele an. Also ein regulärer Ablauf, wenn Sie einen Koordinator und zwei Teilnehmer A und B hätten. Vote Request an beide, Vote Commit von beiden, Global Commit an beide. Erfolgreich beendet. Alles gut. Wenn ein Abort im Spiel ist, dann ist das auch nicht schwer. Dann haben Sie einen A, B und A Koordinator und B, Vote Request. Hier kommt ein Commit, aber hier kommt ein Abort. Sie schicken das Global Abort an beide, beide brechen ab. Alles gut. Im fehlerlosen Fall ist Two-Phase Commit wunderbar, gar kein Problem. Was ist, wenn einer Ihrer Teilnehmer abstürzt? Schauen wir uns ein Beispiel hier an. Sie haben ein Beispiel, unser Teilnehmer A, unser Koordinator und B. Koordinator schickt Vote Request. A ist zufrieden, macht ein Vote Commit, aber B stürzt, nachdem er das Vote Request bekommen hat, ab und kann nicht mehr antworten. Wir wissen nicht, was mit B. Wir wissen es nicht. Er antwortet nicht mehr, er ist tot. Also würde unser Koordinator hier warten, bis B antwortet, würde endlos lange warten. Unser Teilnehmer A wartet endlos lange für die Aussage des Koordinators. Also hier können wir keinen Fortschritt machen. Dieses Protokoll hängt. Was ist, wenn der Koordinator selbst abstürzt? Auch das kann ja sein. Vote Request, beide Teilnehmer schicken im Beispiel hier ein Vote Commit zurück, aber bevor der Koordinator jetzt hier irgendetwas aussenden kann, stürzen wir ab, sodass jetzt beide unsere Teilnehmer A und B wieder auf die Nachricht warten, Global Commit oder Global Abort, das wissen sie ja nicht. Also, das ist nicht so schön. Was machen wir? Naja, die naheliegende Idee ist, bevor sie unendlich auf etwas lange warten, fügen sie einen Timeout hinzu. Das haben wir uns öfters schon überlegt. Sie fügen einen Timeout hinzu und wenn irgendwann mal dieser Timeout zuschlägt, dann müssen Sie sich jetzt überlegen, was Sie sinnvollerweise tun. Behalten Sie im Hinterkopf, die Übergänge zwischen Abort und Commit sind asymmetrisch. Ein Abort können Sie im Prinzip immer durchführen. Es ist zwar nicht wünschenswert, weil Sie ja jetzt etwas verlieren, Arbeit verlieren, die Sie schon getan haben. Es ist vielleicht nicht wünschenswert, aber ein Abort können Sie immer durchführen, solange kein anderer das Commit durchgeführt hat. Durchgeführt. Es geht nicht um die Stimmabgabe. Es geht um das Durchführen. Es geht um den Zustandsübergang in den Zustand Commit. Das ist das Wirkbarmachen. Das ist das Wirksammachen. Das ist das Öffnen des Ventils. Das ist das Schreiben in Datei. Es geht um den Zustandsübergang in den Zustand Abort oder Commit. Stimmen abgeben ist Schall und Rauch. So, wenn wir das hier uns vor Augen halten, dann schauen wir uns an, welche Übergänge sind kritisch. Naja, Sie haben vielleicht den Koordinator. Ich gehe nochmal zurück. Hier. Im Init, wenn Sie hier abstürzen, Timeout, kein Problem. Es ist ja noch gar nichts passiert. In diesen beiden Zuständen, Abort oder Commit, können Sie keinen Timeout haben. Diese Zustände sind Endzustände, doppelter Kreis, Endzustand. Also der einzige Zustand, der relevant ist, ist der Collect-Zustand. Wenn Sie hier ein Timeout sehen, also nicht von allen Ihre Nachrichten bekommen haben, sonst wären Sie nicht mehr im Zustand Collect. Es fehlt noch mindestens ein Teilnehmer. Wenn Sie also nicht von allen Teilnehmern eine Nachricht Vote Commit oder Vote Abort bekommen haben, kein Problem. Sie schicken vorsichtshalber an alle ein Global Abort und damit ist die Transaktion abgebrochen. Für diesen einen toten Teilnehmer, wir wissen es im Moment einfach nicht. Okay, was passiert bei einem Teilnehmer? Auch hier ist klar, nicht die Zustände Abort und Commit sind Endzustände, doppelter Kreis. Hier passieren keine Timeouts. Also es kann nur um Ready oder um Voted gehen. Sie sind in Ready, denken, Sie sind mit Ihrer lokalen Transaktion fertig und Sie denken, da kommt jetzt bestimmt ein Vote Request. Es kommt aber keins. Naja, was machen Sie? Wenn Sie jetzt ein Timeout sehen, haben Sie Zutrauen, dass das noch gut funktioniert? Lieber nicht. Sie machen ein Abort. Obwohl Sie jetzt die Arbeit verlieren, sind wir auf der sicheren Seite. Sie machen ein Abort und sollte nochmal ein Vote Request kommen, stimmen Sie auf jeden Fall für Abort. Alles gut. Was ist mit dem Fall, Sie sind in Voted? Und das ist jetzt der interessante Fall. Angenommen, Sie sind im Zustand Voted und es passiert ein Timeout. Was wissen Sie denn jetzt? Dazu schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Ich male Ihnen das auf. Also, wir sind im Zwei-Phasen-Commit und wir haben ein Timeout in Voted. Da gibt es ein paar interessante Fälle. Nehmen wir mal an, wir haben tatsächlich drei Teilnehmer. Wir haben A, B, unseren Koordinator
und von mir ist noch ein Knoten D, ist egal wie der heißt. So, also damit wir in den Zustand voted ein Timeout bekommen, müssen wir erstmal in den Zustand voted kommen. Das heißt, es sind Vote-Requests vom Koordinator ausgeschickt worden. Nicht? Das sind Vote-Requests. Okay? So, was kann jetzt passieren? Jetzt kann zum Beispiel passieren, dass Sie ja hier ein Vote-Commit zurückschicken. Und Sie schicken hier auch ein Vote-Commit zurück. Okay? Dummerweise, Knoten A stürzt hier ab. Schauen wir uns erstmal Teilnehmerabstürze ab. Knoten A stürzt ab. Das heißt, unser Koordinator hier würde einen Timeout sehen. Und jetzt haben wir ja gesagt, dass wir ein Abort bekommen. Also würden wir hier, machen wir das vielleicht in Rot, damit wir sehen, dass hier was Spezielles passiert. Wir würden hier ein Abort, ein Global Abort schicken an alle Teilnehmer. Global Abort, Global Abort. Dann sind es Knoten B und D vielleicht unglücklich, aber das würde funktionieren. Also ein Teilnehmerabsturz ist unkritisch in diesem Fall, wenn Sie Timeouts im Koordinator im Collect haben. Okay, was könnte noch passieren? Nehmen wir wieder an, wir haben A, B, Koordinator und Knoten D und wir schicken wieder Vote Requests. Nehmen wir mal an, alle möchten committen. Okay, dann kann jetzt ja der Fall eintreten, Sie haben hier Ihre Vote Commits zurückgeschickt, aber jetzt stürzt unser Koordinator ab. Okay, naja, das heißt, Sie bekommen jetzt hier, Sie sind im Zustand voted, an dieser Stelle sind Sie alle Ihre drei Teilnehmer im Zustand voted. Und jetzt würde ja hier ein Timeout eintreten. Bei allen diesen drei Teilnehmern. Nicht Timeout, Timeout, Timeout. Was tun Sie? Fragen Sie den Koordinator? Können Sie gerne machen. Sie können jetzt gerne noch dreimal den Koordinator befragen und fragen, ob er vielleicht doch noch da ist. Aber nein, der ist jetzt wirklich, der ist tot. Und er bleibt auch tot. Der bootet nicht mehr, der kommt nicht wieder. Naja, auf den können Sie also nicht zählen. Das erste Problem, das Sie jetzt haben, ist, dass Sie jetzt ja gar nicht wissen, was der Koordinator selbst wollte. Jetzt können Sie vielleicht noch sich auf die Tatsache rausreden, zu sagen, naja, wenn der Koordinator selbst ein Abort hätte machen wollen, dann hätte er ja gar nicht erst nach einem Request gefragt, dann hätte er direkt ein Global Abort schicken können. Und vielleicht ist unser Koordinator ja auch gar nicht Teilnehmer der Transaktion. Also, naja, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Was können Sie denn jetzt machen? Sie haben jetzt noch fünfmal den Koordinator gefragt, jeder Teilnehmer, keiner hat was gefragt. Können Sie jetzt mit Ihren anderen Teilnehmern reden und denen sagen, guckt mal Leute, unser Koordinator ist weg. Machen wir das mal unter uns aus. Können Sie das untereinander aushandeln? Ja, in dem Fall, in diesem Beispiel, können Sie hier ein Recovery-Protokoll durchführen. Im Prinzip machen eine Leader-Lecture und fangen von vorne an. Und würden tatsächlich zum Schluss bei Ihren drei Teilnehmern tatsächlich zu einem Global Commit kommen können. Das würde funktionieren. Okay? Ja, also auch kein Problem. Scheint ja zu funktionieren. Naja, gucken wir uns noch ein Beispiel an. Was ist mit A, B, Koordinator und D? Wir schicken wieder Vote Requests. Und machen wir durchaus wieder den Fall, alle möchten ein Commit durchführen. Das heißt, Sie schicken hier ein Vote Commit und Sie schicken hier ein Vote Commit. Unser Koordinator wird jetzt hier ebenfalls wieder abstürzen. Nur dummerweise, von mir aus hat der hier sein Vote Commit auch abgeschickt, nur dummerweise stürzt jetzt auch noch Teilnehmer A ab. Ach, das ist aber ärgerlich, oder? Das ist aber ärgerlich. Das heißt, Sie werden jetzt hier irgendwann als Teilnehmer B und als Teilnehmer D, Sie sind jetzt hier in Voted, ne? Das ist unser Zustand hier, Sie sind in Voted und der hier ist auch in Voted. Und irgendwann wird er jetzt hier seinen Timeout sehen und der wird hier seinen Timeout sehen. Okay?
Naja, mit dem gleichen Argument, das wir eben hatten. Sie fragen noch fünfmal Ihren Koordinator, das funktioniert aber nicht, sodass Sie jetzt versuchen, hier wieder ein Recovery-Protokoll zu starten, sodass Sie jetzt wieder mit Ihren beiden Kollegen reden. Nehmen wir mal an, Sie wissen sogar, wer das ist. Aber dummerweise, Sie bekommen von A keine Antwort. Was nehmen Sie denn jetzt über A an? In diesem Teil dieses über Ihren Teilnehmer A. Können Sie wissen, als B und D, können Sie wissen, was mit A ist? A könnte ein Vote Commit geschickt haben. Und das könnte genauso aussehen. Aber A könnte genauso gut hier ein Vote Abort geschickt haben. Können Sie das unterscheiden? Können Sie diese beiden Fälle unterscheiden hier? In diesem Teil des Protokolls können Sie diese Unterscheidung fällen? Das wissen Sie nicht. Weil weder Koordinator noch A Ihnen eine Antwort geben, können Sie nicht wissen, was A hier gerne abgestimmt hätte. Na, dann sagen Sie, aber ist doch egal. Ist ja nicht wichtig. Ist ja nicht wichtig. Dann machen wir halt ein Commit. Dürfen Sie jetzt ein Commit machen? Nein, das ist eine Fehlentscheidung, weil A könnte ja schon nicht nur das Abort durchgeführt haben, sondern sogar schon den Zustandübergang nach Abort gemacht haben. Er hat nicht nur das Wort Abort abgeschickt, sondern würde ja auch den Zustandsübergang machen. Können Sie ein Abort hier machen? Ja, in diesem Beispiel würde das gehen, aber geht das allgemein? Hier ja, aber das müssen wir nochmal ein weiteres Beispiel angucken. Dazu schauen wir uns nochmal die gleiche Idee an. Also Idee ist, na, die haben wir es bis jetzt genannt, Idee ist, im Recovery-Protokoll machen wir immer Abort. Angeblich würde das ja immer funktionieren. Ne? Okay, ich zeige Ihnen, dass das nicht funktioniert. Ich zeige Ihnen, dass wir hier ein Vote Request schicken. Ein Vote Request schicken. Dass wir hier, in diesem Beispiel haben wir tatsächlich Vote Commits von diesen Teilnehmern. Vote Commits und Vote Commits. Sie denken noch, wunderbar, wir machen hier einen Zustandsübergang in Commit. Und damit haben Sie schon das Gegenargument, dass Sie im Recovery, das wir gleich machen müssen, nicht aborten dürfen. Aber von mir aus sagen Sie mir jetzt noch, ja, aber der Koordinator muss ja nicht Teilnehmer sein. Kein Problem, ich mache Ihnen das Beispiel noch weiter aus. Sie schicken hier das Global Commit zu Teilnehmer A. Und jetzt empfängt A das noch, macht den Zustandsübergang nach Commit, macht irgendetwas in seiner Datenbank sichtbar und danach stürzt er ab. Und bevor Sie hier in der Lage sind, als Koordinator die weiteren Global Commits auszusenden, stürzen Sie hier ab. Sodass Sie hier zwar wieder Ihre zwei Teilnehmer B und D im Zustand voted haben, was jetzt hier zu Timeouts führt. Und wenn Sie jetzt hier wieder sagen, mit dem gleichen Szenario wie eben, kein Problem, wir machen nach dem Timeout ein Recovery-Protokoll unter unseren verbleibenden Teilnehmern. Was würden Sie denn dann sehen? Jetzt vergleichen Sie mal dieses Bild mit dem Bild davor. Sie machen ein Recovery-Protokoll, bei dem Sie weder von A noch B, bei dem Sie weder von A noch von Koordinatorseite irgendwelche Antworten bekommen. Das ist genau das gleiche Szenario wie eben. Also mit dem Schluss hier oben sagen Sie, wir machen eine Board bei B und D, ne, mit der Überlegung von gerade eben. Aber jetzt haben wir was verkehrt gemacht. Ne? Wir haben hier ein Commit und hier haben wir eine Board.
Die haben die hier in Zustandübergang Abort gegeben. Das heißt, sie haben die Garantie verletzt. Aha. Der langen Rede kurzer Sinn. Wenn Sie in Ihrem Recovery-Protokoll sagen, okay, wenn ich keine Antworten bekomme, dann mache ich immer ein Abort, dann ist das hier das Gegenbeispiel. Wenn Sie andererseits sagen, Sie machen einen Commit, dann ist das hier das Gegenbeispiel. Dann ist dieses Szenario das Gegenbeispiel. Hier dürfen Sie keinen Commit machen. Und der Punkt ist, Teilnehmer B und D, wenn Sie sich dieses Beispiel und dieses Beispiel vergleichen, Teilnehmer B und D können das nicht auseinanderhalten. Die sehen genau die gleichen Nachrichten, die sehen genau die gleichen Zustandsübergänge. Das ist ein Beispiel für nicht lokal, nicht unterscheidbare Abläufe Ihres Protokolls. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gelernt, dass wir, wenn wir Teilnehmer haben, die invoted sind und selbst mit der Idee eines Recovery-Protokolls zu sagen, okay, ich habe ein Timeout invoted, ich rede mit meinen anderen. Wenn Sie einen anderen Knoten finden, der in Commit oder Abort oder Ready ist, dann ist das alles klar. Wenn irgendjemand anders in Commit ist, dann machen Sie einen Commit. Wenn jemand anders in Abort ist, ist auch klar. Dann gab es ein Global Abort vom Koordinator. Wenn Sie jemand anderen haben, der in Ready ist, dann hat er noch gar nicht abgestimmt. Dann kann der einfach für ein Abort stimmen und dann ist auch wieder alles gut. Wenn der wieder invoted ist, dann müssen Sie weitersuchen und weitersuchen. Und es kann sein, dass Sie Knoten, nur Knoten finden, die invoted sind, weil der Koordinator und ein weiterer Knoten abgestürzt ist. Also wenn alle Überlebenden invoted sind, können wir nicht entscheiden, weil wir nicht wissen, was die ausgefallenen Knoten getan haben. Wir wissen es nicht. Unser Koordinator hat vielleicht schon ein Global Commit oder ein Global Abort an Teilnehmer abgeschickt, die aber nicht mehr da sind. Das heißt, wir können nicht entscheiden. Hier hängen wir fest. Hier hängt unser Protokoll fest. Ähnliches Beispiel, ähnliches Szenario, wo Sie genauso feststecken. Angenommen, Sie als Teilnehmer sind invoted, haben Timeout und Sie erreichen gar keinen anderen Kollegen. Dann wissen Sie auch genauso wenig, nicht? Dann wissen Sie, okay, in dem Sinne sind alle anderen, die für Sie aus Ihrer Sicht überlebt haben, nicht erreichbar. Dann sind Sie genauso nicht in der Lage zu entscheiden. Würden Sie hier ein Abort machen, wenn die anderen committen, das ist die gleiche Argumentation. Also, das funktioniert nicht. Die formale Begrifflichkeit dazu ist zu sagen, dass das Two-Phase-Commit ein Blocking-Protokoll, ein Blocking-Commit-Protokoll ist. Das meint Folgendes. Es gibt Zustände, bei denen Sie keinen Fortschritt machen können. Sie können nicht weitermachen. Sie können weder ein Abort noch ein Commit entscheiden, weil es Netzausfälle oder Knotenausfälle gab. Und nicht nur ist es so, dass der einzelne Knoten nicht entscheiden kann, das ist immer noch so, selbst wenn alle überlebenden Knoten zusammenarbeiten und zu versuchen, genügend Informationen zu rekonstruieren, dann gibt es trotzdem Beispiele, trotzdem Fälle, wie wir uns eben angeguckt haben, bei denen Two-Phase-Commit nicht weiterführen kann. Two-Phase-Commit ist ein Blocking-Commit-Protokoll. Ich zeige Ihnen hier noch ein ordentlich gemaltes Beispiel, nicht so von mir dahingekritzelt. Wir haben wieder A, B, Koordinator und D und es ist genau dieses Szenario. Wir haben einen Vote-Request, wir haben Commits von allen Teilnehmern, wir haben das Global-Commit hier nach A und jetzt fallen Koordinator und Knoten A aus. Knoten A fällt aus, nachdem er bereits das Commit bei sich lokal durchgeführt hat. So, und jetzt können Sie als B und D sich eben nicht sicher sein. Sie wissen nicht, ob das hier ein Global Commit oder ein Abort war, weil Sie nicht mehr mit A kommunizieren können. Der hätte auch ein Abort schicken können. Es ist für B und C nicht unterscheidbar. Also, um das zusammenzufassen. Two-Phase-Commit wird sich nie fehlerhaft entscheiden, im Sinne von, es wird nie eine Situation geben, bei denen manche Knoten Abort und manche Commit sagen. Das haben wir jetzt nicht so im Detail besprochen, aber ich hoffe, das ist relativ klar. Das wird nicht passieren. Es wird keine Fehlentscheidungen geben, aber manchmal können Sie nicht entscheiden. Man sagt kurz, Two-Phase-Commit ist safe, aber nicht immer lebendig. Es ist immer sicher, aber nicht immer lebendig. Safe, but not always live. Safety versus liveness ist hier der Trade-off. Naja, also wir müssen dieses, was machen wir jetzt? Wir müssen dieses Blocking loswerden, ne? Ich möchte etwas, das Non-Blocking ist, aber trotzdem immer noch korrekt ist. Und woran liegt das? Das liegt daran, die Krux dieses Problems war es,
dass sich hier in diesem Fall, in dieser Situation nicht mehr genügend Information unter den verbleibenden Knoten hatte, aber mir Sorgen machen musste, dass die ausgefallenen Knoten bereits eine Entscheidung gefällt haben und die Wirkung bereits sichtbar gemacht haben. Das heißt aber doch, dass ich, um non-blocking zu sein, das Sichtbarmachen der Entscheidung, das Wirksamwerden dieser Entscheidung, das Wechseln in den Zustand commit oder abort, nicht das Senden, ich bin der Meinung, das. Ich muss das Wechseln in den Zustand commit oder abort, das muss ich so lange hinausschieben, mir also offen halten, in beide Zustände gehen zu können. Das muss ich so lange verzögern und hinausschieben, bis ich in meinem Gesamtsystem genügend Informationen verbreitet habe, sodass das nicht mehr passiert. Klingt danach, als wären zwei Phasen nicht genug, sondern dass wir noch eine dritte Phase bräuchten. Und diese dritte Phase, das Three-Phase-Commit, machen wir im nächsten Video. Ich danke fürs Zuhören.